Die Anwendung To The Top steht für 14,99 Euro im SideQuest Store zur Verfügung und ich möchte mir heute mit euch gemeinsam einen ersten Eindruck von der Anwendung verschaffen. Ihr wisst nicht, wie man Anwendungen via SideQuest auf der Oculus Quest installiert. Überhaupt gar kein Problem. Ich habe euch da ein einfaches, unverständliches Tutorial hinterlegt. Einfach das Video angucken, installieren und dann an der Stelle hier weitergucken. Wenn ihr darüber hinaus nichts mehr verpassen wollt zur Oculus Quest, dann solltet ihr auf jeden Fall die Zockstube abonnieren und das Glöckchen anmachen. Hier gibt es ausschließlich Content zur Oculus Quest, also alles, was euch interessiert. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu To The Top. So Leute, wenn ihr noch nie ein SideQuest-Game installiert habt, dann findet ihr das an folgender Stelle. Navigieren, Bibliothek, dann geht ihr auf eure unbekannten Quellen. Wie ihr seht, ich habe da schon so ein paar. Und irgendwann kommt dann To The Top. To The Top. Und das startet ihr dann. Und ja, da sind wir auch schon im Ladebildschirm. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Und großes Interesse an diesem Spiel, Bei vielen Leuten habe ich so in der Vergangenheit wahrgenommen. Tatsächlich auch ein Spiel, was kostenpflichtig im SideQuest Store verfügbar ist. Und ja, wir starten jetzt hier erstmal in der Wüste und müssen das jetzt hier einmal auseinanderziehen, um da quasi einzutauchen. Ah, cooler Mechanismus. To use the checkpoint, point both of your hands at the sphere and pull both triggers. Ah, okay. Das sind Checkpoints. Benutzen rechter Stick. Du kannst auch die Grab-Taste, um deine Hand zu bewegen. Okay. Du kannst auch, okay. Also so können wir uns dann drehen, wenn wir die Grab-Taste gedrückt haben. Also hier. Das ist ja mal cooles Hochhaus-Feeling. So, jetzt können wir darüber. So, haben wir jetzt, um zu klettern. Okay, so klettern wir jetzt. Ah, das sind dann unsere Hände, können wir quasi so nach vorne projizieren. Seht ihr das? Da können wir jetzt klettern. Was? Ah, wir können B und Y ist Return. Use the leap. Grab on with both hands. Look at where you want to go and release the triggers. Ah, okay, seht ihr das? Wir können springen, indem wir uns festhalten und dann haben wir da so eine Sprunglinie und da können wir dann hier hochspringen und dann zack, Checkpoint. Führe aufeinanderfolgende Sprünge ohne zu bremsen aus, um. Nee. Scheiße. Ja, das hat natürlich der. Oh, alter Vater. Ja, das war's, ne? So, führe aufeinander, ohne zu bremsen, um höher und weiter zu springen. Alles klar? Nein! Oh. Weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was der von uns will. Boah, das war knapp. Wow. This is a geome. Collect all of them in the level and earn an extra medal. Oh, und da geht's hoch oder was? Ah, hier kannst du nur klettern oder was? So. Okay, also es ist Parcours und wir müssen so schnell wie möglich die Level zurücklegen und hier haben wir wieder. So. To the top. So, leicht, mittel, schwer. Auf jeden Fall haben wir hier eine Kampagne. Haben verschiedene Hände, Masken. Oh, da sind wir. Das ist unser. Ja, ich guck mal einmal. Ja, wunderschön. Wunderschön. Und hier könnt ihr halt weitere Designs freischalten. Option, Handwurf, Handrollen. Also da könnt ihr ein bisschen noch was einstellen.
Und ansonsten habt ihr den Kampagnenmodus. Da ist der, oh, guck mal hier, Intro, und dann könnt ihr hier immer so diese Währung sammeln, wovon ihr danach auch die Skins oder was weiß ich bekommt. Und hier seht ihr, die sind noch verschlossen. Die müssen wir erst freizocken. Wir beginnen mal mit dem Intro. Zeiten. What? 11 Sekunden, 4 Minuten, 8 Minuten. Geome gesammelt. Alles klar. Und das ist halt ein cooler Mechanismus. Ihr greift die Blase und zieht es dann groß, um dadurch ins Level einzutauchen. Finde ich sehr stark gemacht. So. Okay, das war jetzt 11 Sekunden haben wir nicht geschafft, 19 Sekunden. Und da geht es jetzt halt darum, 11 Sekunden schafft hier jemand? Ich fand, wir waren jetzt schon schnell. Kann man denn hier irgendwo querfeldein oder so? Auch nicht, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt, habt ihr hier die 5 besten Läufe und könnt dann da so quasi richtig so ein Time Trial draus machen. Ah, das ist jetzt hier schon der nächste Zeitziel. 25 Sekunden, 1 Minute 5. Ja, versuchen wir mal wieder. Oh, das ist ganz cool. Das macht Bock, Leute. Aber halt Sidequest-Pflicht, ne? Oder von ist ein Geo. Ja, boah, da muss es ja wirklich Maschinen geben. Aber gut, wir haben jetzt auch die Geome gesammelt. Irgendwas Verstecktes, ein verstecktes Dreieck haben wir noch nicht gefunden. Aber wirklich 25 Sekunden, aber die Hälfte der Zeit jetzt. Ich habe ja schon Vollgas gegeben. Ja, vielleicht ohne Geome haben wir noch ein paar Sekunden, die wir dann gewinnen. Okay, da haben wir jetzt hier Donuts. Also auch das Level-Design, echt cool. Die Grafik ist in Ordnung für Questverhältnisse, aber hier der Spielspaß, der ist halt super. Da müssen wir hoch, wa? Ja, sicher, ihr Assis, ey. Ja, cool. Was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Get to the top. Boah, Leute, also hier kann ich mir vorstellen, dass ein paar Leute auch Motion Sickness kriegen könnten. So, man fliegt ja schon relativ frei. Checkpoint. So, da ganz oben hoch. Wieder Checkpoint. Man, hier sind aber viele Checkpoints. Minute 18. Also wir schaffen immer so, dass das zweite Ziel schaffen wir. Was, hier waren 11 Geome? Ja, aber dann kannst du das ja nicht auf Zeit machen. Uhuhuhu. Boah. Und wo sind denn jetzt hier die Geome? Da vorne ist eins. Da ist noch eins. Alter, Alter! Boah! Alter, ist das extrem. Da ist noch ein Geom. Ach, wir können uns auch hier ohne die Dinger gar nicht weiter bewegen im Prinzip, ne? Hier können wir uns ein bisschen beamen, aber ihr braucht entweder die blauen Dinger oder eben diese Checkpoints, sag ich mal, wo ihr euch einfach so hinbeamen könnt. Ja gut, hier ist natürlich noch extrem viel, aber
So, dann könnt ihr hier nicht aufs Borgen. Und dann könnt ihr hier nicht auf Zeit gehen. Musik ist ganz anständig. Kann man gut. Was haben wir denn hier? Nein! Oh, shit. Da ist ein Geom. Guck mal, was da ist. Da hinten ist doch bestimmt ein Versteck. Jetzt machen wir mal ein Level mal vollständig hier. Oder versuchen wir zumindest. Und das ist dann jetzt sehr natürlich. Zeittechnisch wird das hier nichts. Also Steuerung relativ schnell drin, stelle ich fest. So, jetzt müssen wir da unten das blaue Teil. Kacke. Kacke, 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 kacke. Nein, nein. Oh. Wow. Was haben wir denn da? Also die Steuerung muss ja, sag ich mal, gut gemacht sein. Ich habe das Spiel noch nie vorher gespielt, jetzt weiß ich aber auch gar nicht, was das ist. Die muss ja gut gemacht sein, wenn ich so welche Aktionen schon bringen kann, wenn ich das Spiel gerade erst kennengelernt habe. Verdammt. Ja, hier kommen wir jetzt nicht weiter, ne? Ja, das ist dann natürlich das Problem. Hier kommt er nicht weiter. So, ich habe jetzt hier kein blaues Stück mehr. Das heißt, ich habe mich hier quasi selbst ins Abseits manövriert und kann jetzt meiner Meinung nach das Level nur 9 neu starten. Aber ihr seht, es gibt ein Versteck und es gibt noch 2 Geome. Und das könnt ihr natürlich alles auf 100% hier bringen. So, jetzt gucke ich aber nochmal im Hauptmenü, dass wir nochmal ein, zwei Level mehr machen. Ich glaube, ihr habt aber schon einen ziemlich genauen Eindruck, auch schon bisher von diesem Game bekommen. Also bisher gefällt mir echt gut. Das Orakel, und ihr seht, wir haben jetzt hier die nächsten schon freigeschaltet. Machen wir mal das Orakel und danach noch eins und dann sollte das eigentlich reichen. Ah, what? Wär das creepy, wenn die jetzt gleich die Augen aufreißt, ne? Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. War das jetzt nur eine kurze Ansage, die wir gekriegt haben? Ja, war nur die Ansage. Überhänge. So, und wieder. Okay, 14 Geome gibt es hier. 14 Geome. Erstmal machen wir aber mal, dass wir so schnell wie möglich hier durchkommen. Ich sag mal, da könnt ihr natürlich nachher auch noch euch die besten Parcours aussuchen. Wenn ihr die Strecke ein bisschen besser kennt, ich möchte jetzt einfach mal hier Freestyle gucken, wo wir langkommen. Schlecht. Ja, ich habe gerade nicht die geringste Ahnung, wo wir hin müssen. Da ist ein Geom. Oh. Ihr könnt euch auch. Oh, genau. Uah. Ich wollte gerade zeigen, ihr könnt euch auch. Nee, könnt ihr nicht. Also, das mal ein Titel, der. Wow. Der richtig klasse ist. Und wo ich auch sagen würde: Also, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, dann solltet ihr diese 14 Euro. Im Oculus Quest Store anlegen. Ihr seid. Ach, im Oculus. Im SideQuest Store anlegen. Ihr habt dann da die Möglichkeit, das Spiel auf Itch zu kaufen. Und würdet dann.
würdet dann via PayPal bezahlen und dann lädt ihr euch das einfach bei SideQuest runter. Wäre natürlich cool, wenn das auch irgendwann mal im Quest Store kommt, aber das ist wieder so eine der Sachen, wo ich einfach nicht verstehe, warum es das nicht schon längst auf der Oculus Quest gibt und was es da denn wohl wieder für Release-Probleme gibt. Also, man muss es nicht immer verstehen. Also ich kriege gerade hier echt schwitzige Finger. Ich habe Höhenangst. Und das ist hier natürlich, weiß ich nicht, ob Therapie oder schlimmer als jede Horroranwendung. Aber macht halt Bock, ne? Nein, was bin ich denn für ein Lutscher, ey? So, hier kann man besser sich wirklich von Stück zu Stück hangeln. Ja, wir werden hier gerade durch jedes Zeitziel krachen. Das gibt hier gar nichts. Vielleicht schaffen wir noch das Schlechteste zu halten. Wobei ich auch nicht weiß, wie hier Abstürze zeitmäßig gewertet werden. Jo. Da hinten scheint das Ziel zu sein. Da haben wir noch einen coolen Kran. Also es gibt auch viel zu entdecken. Das ist wirklich ein cooles Level-Design. Ja, komm, fahr. Wir müssen da hinten hin. Die Musik ist auch geil dazu. Das kommt richtig gut, die Anwendung, echt. Und gerade Motion Sickness bei mir nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr da bei manchen Anwendungen pro Ohr. Fuck! Ach, wir sind hier in einem Kinderzimmer. Sind wir Spielzeug? Da oben ist die Finish Line. Hier rum. So. Ja, Leute, und das ist To The Top, ein Spiel, was ich sicherlich... Oh. Einmal kurz die Score noch mal gucken. Ja, guck mal, der Zeitziel. Wir hätten sogar fast das letzte verpasst. Aber die Karten, die werden immer komplexer. Und ihr habt da auch wirklich ein bisschen, ich sag mal, die Langzeitmotivation, indem ihr nämlich in jedem Level noch das Versteck und die Geome finden könnt. Und mir gefällt es absolut gut. Jetzt interessiere ich mich aber für eure Meinung. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie findet ihr denn To The Top? Lohnt sich das Spiel aus eurer Sicht? Wollt ihr es gerne mal zocken? Ist das ein Spiel, was für euch in Frage kommt? Wie steht ihr allgemein zu dem Thema? Anwendungen kostenpflichtig über SideQuest zu kaufen? Sagt ihr, nee, wenn dann nur über den offiziellen Oculus Store? Oder ist der SideQuest Store für euch auch in Ordnung, um da mal Geld einzusetzen? 15 Euro für To The Top, eine Anwendung, die ich absolut empfehlen kann. Mit Motion Sickness müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil man hier Free Locomotion hat und ja, wirklich in schwindelerregenden Höhen unterwegs ist, auch wenn das hier nur ein Kinderzimmer ist. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir doch ein Däumchen nach oben. Das war mein erster Eindruck zur Anwendung To The Top. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zur Oculus Quest, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Außerdem solltet ihr euch mal diese Playlist angucken. Da findet ihr weitere Videos zu allen Anwendungen auf der Oculus Quest und bekommt dadurch einen perfekten Überblick. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke an meine Unterstützer und schaltet auch zum nächsten Video der Zockstube ein. Ciao, Leute!